So, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Shelia Stevens von ShaliaStevens.com und heute bin ich im Gespräch mit Tom Oberbichler von BeWonderful.com. Tom habe ich kennengelernt in unserer 30-Tage-Video-Challenge, was vor nicht so langer Zeit stattgefunden hat, in Juli, glaube ich, gell, Tom? Weil das in Juli. Es kommt, genau. Kommt mir wie gestern vor und schon ist es eineinhalb Monate her irgendwie. Oh, nee, ein Monat her in etwa. Und ich habe Tom als wundervoller, großzügiger Mensch erlebt in der Challenge. Das geht runter wie Butter, gell? Ja, ich höre das gern. Und obenrein habe ich ihn kennengelernt als Buchexperte. Und weil viele von meinen Kunden, die Solo-Unternehmer und Experten auf dem Markt, sich Gedanken machen darüber, soll ich ein Buch schreiben oder einige von euch schon Bücher geschrieben habt und das noch erfolgreicher auf dem Markt platzieren wollt, habe ich gedacht, das wäre ein perfektes Gespräch. Und ich werde auch gleich Tom zum Wort kommen lassen, ich verspreche es. Tom, noch eine Sekunde Geduld. Was ich noch sagen wollte ist, wir haben versucht, die Fragen des heutigen Interviews so auszulegen, dass es sowohl für Anfänger, was dabei ist, über Bücher schreiben, Fachbücher schreiben, wie auch für die Fortgeschrittenen, die bereits vielleicht schon ein Buch haben. Wenn du zu den Fortgeschrittenen gehörst, bleib bitte dran bis zum Ende des Videos. Da kommen die Fragen und Antworten für dich. Und so lange kannst du dein Anfängerwissen auffrischen. So, jetzt kommen wir zu Tom Rüber. Tom, würdest du dich bitte vorstellen und Be Wonderful vorstellen und auch erzählen, was dich zum Buchexperte macht für unser heutiges Expertengespräch? Ja, du, zuerst mal danke für die liebe Einladung, Shelia. Das freut mich sehr. Mein Name ist Tom Oberbichler, das hast du schon gesagt, auf be-wonderful.at bin ich zu Hause im Internet und ich mache Bücher. Und ich mache deswegen Bücher, weil die Bücher zu mir gekommen sind. Ich habe die nicht gesucht. Ich bin gestartet, um als NLP-Trainer ein Institut aufzubauen, habe einen Blog gemacht, wie viele, habe dann das erste Buch auf einmal in der Hand gehabt, ohne es zu wissen im Endeffekt. Und genau, das war 2011, das war genau die Zeit, wo Amazon die Türen geöffnet hat für Self-Publishing. Ich habe das mitbekommen und habe mir gedacht, wow, das ist mal nicht so ein Gold-Rush, der vor 100 Jahren war, sondern einer, der jetzt passiert und ich kann dabei sein. Und bin da reingesprungen, ohne wirklich zu wissen, was mich erwartet. Und habe dann ein Buch geschrieben und die Leute haben es gekauft. Und ich habe nicht, die haben es nicht mehr gekauft, sondern ich habe auch gut verdient damit. Und das hat für mich völlig die ganzen Glaubenssätze, die ich vorher zum Thema Buch hatte, ganz schnell auf den Kopf gestellt. Und dann habe ich noch gedacht, wenn ich das jetzt schon machen kann, ich tue ja dann und wann in stiller Stunde auch dichten. Dann habe ich gedacht, jetzt mache ich noch ein Gedichtband und wenn ich mit dem auch Geld verdiene, dann ist alles möglich. Und ja, das ist passiert und das habe ich gemacht. Und ich lebe immer so ein bisschen, weißt du, ich habe klare Ziele und ich schaue dann schon, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und ich nehme Feedback recht offen an und meine Trainings zu verkaufen, habe ich als mühselig und schwer empfunden. Dementsprechend war auch mein Geschäftsgang. Über Bücher, die Shelia darf mich jetzt im Zaum halten, also über Bücher rede ich einfach gern. Diese ganzen Dinge wie erzähl drei Leuten am Tag von deinem Business ist für mich keine Herausforderung, weil ich sowieso das permanent mache, weil ich selbst gesehen habe, was das Buchschreiben für mich als Business, als Unternehmer bedeutet. Ich komme aus der Dienstleistungsbranche und ich habe ein Produkt auf einmal gehabt und das Buch, was ich 2012 im Mai veröffentlicht habe, da verkaufe ich immer noch Bücher. Und Amazon überweist pünktlich. Ist ein super Kooperationspartner. Ich kriege alle zwei Monate verzögert, kriege ich das Geld. Das ist doch und, schön. Ja, und dann habe ich halt die beiden Dinge zusammengetan. Ja, meine Erfahrung als Kommunikationstrainer, als NLP-Trainer mit meinem Schreiben. Ich habe ja auch einen Background als Übersetzer. Also Sprache ist für mich immer schon ein Thema gewesen. Und habe aus diesen beiden Dingen mich selbst neu erfunden, wenn du so magst, und mich jetzt als Buchmentor etabliert, wo ich Unternehmerinnen dabei unterstütze, ihr Business mit einem Buch auf die nächste Stufe zu heben. Ja, genau. Und darüber wollen wir gleich reden, über diese Bücher und über deine Rolle als Coach, Mentor für diese Personen werden wir auch noch zu sprechen kommen. Und ich habe einen Aufruf, Tom, auf Facebook gemacht. Du hast es gesehen, weil wir sind befreundet auf Facebook.
Und ich habe den Leuten gesagt, was wollt ihr von Tom wissen? Und es kamen jede Menge Fragen und wir wollen direkt einsteigen und diese beantworten. Was denkst du? Super, Machen wir gerne. das? Gut, Bitte. super. Also, warum ein Fachbuch überhaupt veröffentlichen? Was bringt das? Du hast gerade von den finanziellen Seiten geredet, die pünktlichen Überweisungen. Es müsste auch andere Gründe geben. Was sind die Gründe? Naja, also ich sag mal, der Klassiker, wo einfach viele die Motivation daraus schöpfen, um zu beginnen, ist die eigene Reputation. Es ist heute, wenn du in einem, egal ob du jetzt Beraterin bist oder Coach oder Trainer, wenn du so eine Dienstleistung anbietest, die ganz stark auf deine Person fokussiert ist, ist der Titel Autorin. Das macht was. Und das Witzige ist, die Erfahrung habe ich jetzt schon oft gemacht, es sind gar nicht so sehr oftmals die Verkäufe, die Reputation stark machen, sondern wenn es dir gelingt, mit deinem Buch ein bestimmtes Problem zu lösen für eine bestimmte Zielgruppe, dann bekommst du darüber die Anerkennung und die drückt sich jetzt nicht nur in Schulterklopfen aus, sondern die drückt sich aus in Einladungen zu Interviews, in einem Podcast, vielleicht einmal einen Redebeitrag bei einer Konferenz. Wenn einmal eine von diesen Freebie-Aktionen im Internet ablaufen, wo du immer so mit einem Auge hingeschielt hast und dir gedacht hast, ah, da wäre ich auch gern dabei, die machen jetzt sicher hunderte neue Kontakte. Ja, und auf einmal bist du drinnen. Und das Buch kann der Schlüssel sein. Das ist vielleicht ein Aspekt. Und der zweite, das weiß ich gar nicht, wie ich das wirklich sagen soll, aber die Leute merken es meistens erst danach. Du wirst selber einfach viel, viel besser. Wenn du zu deinem Thema ein Buch schreibst, tust du für mich eine Phase des Lernens auch damit Ja. abschließen, weil du die ganzen Inhalte, deine ganzen Erfahrungen, dein ganzes Wissen, deinen ganzen Input nimmst du, tust in eigene Worte und erklärst jemand anderen das so, dass er oder sie das verstehen kann. Ja, das ist für mich, wenn es um Meisterschaft geht, schon, ja, also das nimmt dir ja niemand weg, das ist nur du und du. Das ist ein super Ziel, weil es ist 100% selbst erreichbar. Ja, Ja, ja. und allein dafür lohnt sich in meiner Welt der Einsatz. Ja. Also, ich fasse diese Antwort zusammen. Also, einerseits ist es die finanziellen Aspekte, das hast du zu Beginn angesprochen, die Reputation und die Chancen und Opportunities, die sich daraus ergeben. Und dieses, du kannst noch besser werden. Und das hat mich extrem angesprochen in unserem Vorgespräch. Ich hatte noch nie so richtig darüber nachgedacht. Aber als du das gesagt hast, leuchtete mir das total ein, dass man besser wird. Und wer möchte das nicht, gell? Also, ich fand das sehr reizend. Okay, für wen kommt das Schreiben eines Fachbuchs wirklich in Frage? Also du hast darüber gesprochen, über diese Experten, Solo-Unternehmern und so weiter, diese Frauenunternehmerinnen, denen du hilfst. Wer soll ein Buch schreiben, ein Fachbuch schreiben, wer nicht? Naja, ich sage mal so, du darfst in irgendeinem Thema Experte oder Expertin sein. Ja? Das ist für mich, ich weiß, es gibt auch so Schulen da draußen, die sagen, nimm dir irgendein cooles Thema und mach eine Recherche und schreib was drüber. Ich halte davon nicht viel. Ich glaube, dass das für die langfristige Reputation eher schädlich ist, weil da kommt kein gutes Produkt raus. Ja? Und das Produkt ist wichtig im Marketingpaket. Ja? Das ist eigentlich der Fokus. Das heißt, und das kann aber jetzt viel sein, ja? Das kann genauso wie das Backen von Weihnachtsbäckerei sein, ja? Wie ein Projektmanagement machen. Du brauchst irgendeinen Bereich, wo du gut drinnen bist und der in meiner Welt, der dir wirklich Spaß macht. Und wenn du das Buch optimal nutzen willst, dann darf es ein Bereich sein, mit dem du auch sonst was anderes machst. Also das Buch alleine irgendwo aufzuhängen im Raum ist eine Option, ja? Aber das ganze Potenzial auszunutzen, darfst du das irgendwie mit deinem Business zusammenbringen. Ja? Und dann ein bisschen vielleicht wegen den Begriffen, um das noch klar zu machen, Fachbuch und Ratgeber da, wenn ich das kurz nur Ja, aufsplitten darf. das ist gut, ja. Ja? Weil Fachbuch ist im Prinzip du machst einen Input, du schreibst ein Buch über Positionierung zum Beispiel, ja, und wie du den Marktauftritt perfekt planst und gibst das als Information weiter. Der Ratgeber, was der hat so ein bisschen ein interaktives Teil dabei. Ja.
Das heißt, das sind ein Ratgeber ist es dann, wenn du praktische Übungen drinnen hast, zum Beispiel, wo der Mensch richtig, wenn du den Menschen richtig aktivierst und zum Mitmachen einlädst und zumindest ein Teil des Weges wirklich angeleitet wird, das selber zu machen. Ja? Ja. Und ich denke mal, beides ist gut und für beides hat Platz und beides hat ein bisschen andere dann Gesetzmäßigkeiten bei dem, wie du es gut und erfolgreich machst. Okay, das heißt also, es kommt für diejenigen Menschen ein Buchprojekt in Frage, die ein Thema haben, worüber sie schreiben können, die womöglich das kombinieren möchten mit ihren geschäftlichen Zielen, ja. Zusammen kombiniert zu einem Fachbuch oder einem Ratgeber. Okay, also du hast gerade die nächste Frage fast beantwortet, nämlich worüber sollte ich denn eigentlich schreiben? Aber einige Leute haben auch geschrieben, wie viele Seiten soll mein Fachbuch haben? Das war eine häufige Frage auf Facebook. Was würdest du dazu sagen? Ja, also ich rechne in Worten die Texte und ich sage mal, das ist einfach, wenn du mit Word schreibst oder Open Office oder was auch immer du verwendest, gehst auf Wörter zählen, dann siehst du das. Und ich sage mal, heute, die Lesegewohnheiten haben sich effektiv geändert. Ja? Und gerade im E-Book-Bereich und wenn du jetzt im Business-Segment bist, dann überhaupt. Also wenn wir jetzt von einem Liebesroman sprechen würden, wo ich nicht viel dazu sagen kann, weil ich es weder schreibe noch lese, dann wäre das Thema anders. Romane dürfen lang sein. Sachbücher, viele Leute wollen eine kurze, knackige Lösung haben auf der Bahnfahrt von Frankfurt nach Köln. Ja. Ja. Zum Beispiel. Oder am Abend, wenn ich meine Leseeinheit mache, ich habe nicht 5-6 Stunden am Abend Zeit, um zu lesen. Ich habe mal eine Stunde oder so. Das heißt, du bist für manche, wenn du wirklich ein abgegrenztes Problem definiert hast, das du lösen kannst, dann bist du mit 10.000 Worten in meiner Welt dabei. Ja? Mhm. Mhm. Und wenn du so ein bisschen, wenn du sozusagen dich als erstes mal so präsentierst ein bisschen und für die Selbstdarstellung auch noch mehr, dann sind so 20.000 Worte, das ist so, dann bist du schon richtig mittendrin in dem, was so wie die meisten Bücher da sind. Wenn es viel kürzer ist, dann darfst du damit rechnen, dass manche Leute damit Enttäuschung reagieren werden. Ja? Das ist nicht schlimm. Ja? Ja. Es kann trotzdem ein gutes Buch sein, kommt ein bisschen auf die Ziele an, die du damit hast. Ja? Alles klar. Es ist interessant, weil ich habe neulich einen Podcast gehört von Amy Porterfield und es ging in dem Podcast eigentlich über die Aufmerksamkeitsdefizit der heutigen Gesellschaft und wie sie immer geringer wird. Also wir sind auch immer schneller unterwegs mit unseren Geräten, zack, so neuen Informationen. Und sie hat deswegen auch über diese Regel im Webinarbereich, dass man so schnell die Folien ändert. Also früher hat man gesagt, alle 90 Sekunden, jetzt sind sie bei alle 60 Sekunden, um überhaupt die Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist Wahnsinn, gell? Und was ich höre ist, kurz ja, weil die Leute wollen kurz verdauliche Problemlösungen, aber nicht so kurz, dass es enttäuscht. Also diese 20.000 Wörter ist in etwa das Richtige, um loszustarten. Genau, das würde ich mal als Ziel machen, ja, und dann, es gibt so viele Möglichkeiten dann, weißt du, jetzt ganz ehrlich, so persönliche Erfolgsgeschichten, ja, das kann ja auch ein Weg sein, für mich ist das Dritte, was ich auch betreue, wo Leute einfach erzählen, das sind so diese Stories, wie ich mein Business aufgebaut habe, aber jetzt nicht nur einfach runtergeklopft, 5 Punkte, sondern ein bisschen die Höhen und Tiefen, auch mit Einblicken in den persönlichen Struggle und was weiß ich was, die Hoffnungen und so. Das darf gerne auch länger dann sein, ne? Das ist klar. Also das ist, aber die mit Daumen mal Pi gesprochen, sage ich mal, ja. Und da wird es nämlich so, mir geht es immer darum, das den Menschen leicht zu machen. Wenn du jetzt überlegst mal 20.000 Worte, ne? Und dann überlegst mal, dass ein Blogbeitrag, den du schreibst, ja oftmals 1.000 bis 1.500 Worte hat, ne? Dann wird so ein Buch auf einmal, fällt dieses große Buch auseinander und kommt so einen kleinen, verdaubaren Häppchen auf dich zu und du kannst es auch wirklich in deinen Alltag integrieren. Ja, das ist doch gut und das ist ein gutes Stichwort auch mit diesen Blogbeiträgen, weil das war eine weitere Frage, die ich gehört habe auf Facebook, nämlich Menschen, die Blogs schreiben und das tun viele Experten heutzutage, sie schreiben Blogbeiträge jede Woche meistens. Ja. Sie haben gesagt, wie ist das? Darf ich diese Blogbeiträge verwenden in meinem Buch oder wird das als Mogeln eingestuft, war die Frage, was ich so spannend fand. Ich finde die Frage super. Also, weißt du, ich schaue mir das ja dem Markt, wenn du so willst, jetzt seit 3 Jahren an und ich schmunzle wirklich manchmal, weil das eine ist, dass ich mich frage,
Bei welchen anderen Fragen im Business, ich habe noch keine andere Frage gehört, oder mogel ich da, wenn ich das mache? Ja? Also das ist, ich verstehe es nicht, warum es nicht mehr Leute machen. Ganz ehrlich, das ist, da liegt, es ist einfach so, nein, ich verstehe es schon, weil ich gehe auch auf der Straße und hebe den Penny auf, wenn ich ihn sehe. Ja? Und andere Leute gehen vorbei. Da liegt Geld auf der Straße. Die Leute haben die Inhalte da und jetzt ganz ehrlich, schau dir mal einen Blog an, der dich wirklich interessiert. Und welche Artikel liest du? Ich gehe dorthin, ich lese den aktuellen Artikel und die zwei, drei anderen, die ich sehe. Wenn ich jetzt wirklich ein großes Vertrauen zu jemand habe, dann gehe ich vielleicht hin und suche mal. Bei dir weiß ich, du machst super Videos. Wenn ich was wissen will, gehe ich auf deinen YouTube-Kanal, Shelly, und suche. Aber das ist nur, weil ich schon eine Beziehung zu dir aufgebaut habe. Sonst sehe ich nur das Aktuelle. Ich kenne keinen Blog, der wirklich es den Lesern leicht macht, auch alte, gute Inhalte zu finden. Und nur für das Service, dass ich deine Inhalte bekomme mit einem klickbaren Inhaltsverzeichnis und dafür gebe ich dir 4 €. Ich meine, was hat das mit Mogeln zu tun? Das ist entweder, du machst den Leuten einen Gefallen und lässt sie dafür bezahlen, oder du machst ihnen halt keinen Gefallen und lässt dich nicht bezahlen. Und ich verfolge auch immer dieses Prinzip Reuse and Recyceln, also einfach wiederverwerten, was das Zeug hält. Und ich kenne viele von meinen Klienten, die Blogs schreiben, meine Kunden, und die verbringen auch sehr viel Zeit in der Recherche, im Revidieren der Texte, dass da wirklich qualitativ hochwertige Säulenartikel sind. Warum diese nicht dann einsetzen in einem, wie du sagst, in einem Buch, wo alles zusammengefasst ist? Weißt du, es gibt einfach immer mehr Möglichkeiten als nur eine. Ja? Und natürlich, wenn ich jetzt eine Sammlung von am Ende des Jahres, ja, kurzes Geschenk, wenn ich am Ende des Jahres meine 10 besten Blogartikel nehme, ja, die mit den meisten Kommentaren zum Beispiel, und veröffentliche die einfach als Jahrbuch. Ja. Ich sage nicht dazu, das ist jetzt der super neue Ratgeber zu. Nein, ich sage, das ist das Jahrbuch vom sheliastevens.com, wenn du so magst. Ja. Und das kannst du dir für 3,99 runterladen. Ja. Das ist ein anderes Projekt, als zu sagen, okay, ich will jetzt einen umfassenden Ratgeber zum Thema, keine Ahnung, Paarungsverhalten der und der Affen zu machen. Ja? Da darf ich was anderes liefern. Ja? Weil da habe ich auch einen anderen Bogen. Aber es gibt dazwischen, zwischen dem Blog und dem wirklich gut strukturierten, aufgebauten Ratgeber, der einen tollen Spannungsbogen hat, wo Wissen vermittelt wird, gibt es ein Zwischending. Ich sage halt so, ja, Buch dazu. Ja? Und ja, Das haben wir jetzt. Okay, so du redest von diesem 3,99 Buch, 4 € Buch. Gehen wir in diese Richtung, weil ich habe dieses Bild von mir E-Buch oder ist es ein festgedrucktes Buch? Äußert sich das in der Preisgestaltung an irgendwie anders? Also viele wollen wissen, was ist richtig, ein E-Buch zu schreiben oder ein normales Buch oder beides? Also was ist dein Rat dahingehend? Also es gibt in meiner Welt keinen Grund, nur ein E-Book zu machen heutzutage. Der Aufwand, es gibt ja diese neue Technologie, die mit der digitalen Revolution gekommen ist, das heißt Print on Demand. Das ist im Prinzip, um es ganz kurz zusammenzufassen, du lieferst ein PDF an die Firma, an eine Dienstleisterfirma und sobald jemand das Buch bestellt, wird das dort gedruckt und ausgeliefert. Und in meinem Fall, ich mache es halt mit Create Space, das ist eine Amazon-Tochtergesellschaft. Es hat viele, viele Vorteile. Manche Leute wollen lieber das gedruckte Buch haben. Gerade wenn du jetzt auch im Bereich Persönlichkeitsveränderung oder Business unterwegs bist und dann so auch noch ein bisschen auch so Arbeitsblätter. Viele Leute wollen gerade für solche Sachen gerne dieses Buch im Papier in der Hand haben. Na, das kriegen sie natürlich. Ich meine, ich schreibe meinen Kunden noch nicht vor, wie sie mein Produkt haben. Also die kriegen von mir alle. Ich mache ein E-Book, ich mache ein Taschenbuch, ich mache jetzt auch Hörbücher. Weil manche mögen halt das lieber. Und der Aufwand vom Inhalt ist ja, bleibt sich sehr gleich. Und es gibt wirklich vom Do-It-Yourself. Bei CreateSpace kannst du Word-Templates runterladen, die schon richtig formatiert sind für das Taschenbuchformat, was du haben willst, und da drinnen schreiben. Hey, das ist nicht das Optimum, was ein Buch betrifft. Ganz ehrlich, nur wenn du am Anfang stehst,
Warum nicht, ja? Ja. Und am anderen Ende kannst du es natürlich professionell setzen lassen, dann kostet das halt ein paar hundert Euro, ja? Aber das ist eine einmalige Investition und du hast ja sonst keine. Es ist nicht mehr so wie früher, weißt du, wo du 500 Auflauf mindest abnehmen musstest, ein Lager gebraucht hast, ein Fulfillment Center, das für dich, das für dein Reklamations, das hast du alles nicht mehr heute, ja? Ja, also viel mehr on demand. Und ich höre heraus, mach so viele verschiedene Ausgabemöglichkeiten für deinen Endkonsumenten wie für dich möglich in der Phase, wo du gerade steckst. Also Genau. es wird wahrscheinlich leichter sein in dem Stadium, wo du bist, diese drei Stufen, gedruckt, E-Buch, Audio hinzubekommen, weil du hast es hingearbeitet. Das ist häufig einfach so ein Prozess auch. Und dafür bist du sicherlich auch als Buchcoach gut dort, um mit den Leuten zu sprechen und zu sagen, okay, wo fangen wir denn letztendlich an bei diesen Genau. Sachen, gell? Okay, also die nächste Frage, die ich bekommen habe, das war auch wieder auf Facebook, war dieses Thema, ja, du hast es angesprochen, mit diesem Self-Publishing oder Verlag. Also was sind die Vor- und Nachteile, den einen oder anderen Weg zu gehen und wie treffe ich diese Entscheidung, selbst verlegen oder mit einem Verlag gehen? Es hängt natürlich ganz stark von deinen Zielen ab und auch von dem ein bisschen, wie du jetzt tickst. Ganz ehrlich, weil ich weiß, es gibt Menschen, für die ist, wenn du dir jetzt vorstellst, kannst wenn du gerne jetzt gleich mitmachen, wenn du dir an dein fertiges Buch denkst, was siehst du da? Ja? Und da gibt es Leute, die sehen einen Kontostand, ja, also die sehen die Verkäufe, dann gibt es Leute, die haben das Buch in der Hand, manche haben es am Kindle, manche Leute stehen in einer Buchhandlung und sehen es dort im Regal stehen, ja, manche sehen sich eine Lesung machen oder signieren. Und das sind eigentlich ganz ehrlich die wichtigsten Entscheidungskriterien, weil ich finde, du darfst dich für den Weg entscheiden, für den du dann wirklich brennen kannst. Und Ja. für mich war es so, jetzt mal persönlich gesprochen, für mich war immer das ein Verlag suchen. Und dann habe ich noch geglaubt, ich brauche einen Agenten, der mir einen Verlag findet. Das hat mich total gebremst und aufgehalten. Und wie ich dann gesehen habe, ich kann das selber machen. Und mir haben alle gesagt, du ja, und dann habe ich Bestseller-Autoren interviewt, um herauszufinden, wie macht ihr das, wie seid ihr erfolgreich geworden und so. Und dann am Schluss habe ich immer gefragt, okay, was ist jetzt die eine wichtige Frage, die ich dir nicht gestellt habe? Und wie ist die Antwort dazu? Sagt er mir dann darauf, naja, du wirst halt so 50 Cent bis 1 Euro verdienen pro Buch, nicht mehr. Ich verdiene aber mehr pro Buch, weil ich Self-Publisher bin, in dem Sinne, ja. Das ist, wenn es ums Geld geht, glaube ich, wenn jemand so wirklich gewohnt ist im Business, ganz viele eigene Entscheidungen zu treffen und wenn es wichtig ist, die Kontrolle über das eigene Produkt zu haben, ist klar, ein Verlag ist ein Kooperationspartner im besten Falle und ein Kooperationspartner ist kein Abnicker. Ja, wenn es dann ums Cover geht, wenn es um den endgültigen Titel geht und zum Teil auch, wenn es um den Außenauftritt geht, dann wirst du Vorgaben bekommen, zum Beispiel. Ja? Und Amazon, wenn du ein E-Book zwischen 2,99 und 9,99 verkaufst, bekommst du 70% vom Nettoerlös. Also die Mehrwertsteuer weg und der vom Rest 70 für dich. Das ist bei einem Preis von 4,99 sind wir dann nicht ganz bei 3 Euro, ja, pro Buch. Ein Verlag, in der Regel ein klassischer, zahlt den Autoren zwischen 5 und 10%. Ja. Aber für manche Leute ist es einfach wichtig, ich will in die Buchhandlungen reinzukommen. Ja. Ich will nicht in Buchhandlungen, das interessiert mich nicht. Buchhandlungen, ich finde es schön, dass es sie gibt, aber als Kooperationspartner finde ich sie anstrengend. Die zahlen spät, ja. Da. Das ist nicht meins, ja. Aber andere wollen das. Und da geht es jetzt nicht darum, sich zu überlegen, was macht irgendwer anderer, sondern da geht es darum, wirklich ehrlich mit dir selbst dir die Frage zu stellen, was sind meine Ziele mit meinem Buch und woran erkenne ich, dass es ein Erfolg ist. Und wenn der Moment, wo du den Vertrag unterschreibst, der Höhepunkt für dich ist, na dann such dir einen Mach das, Verlag. Ja, ja. ja. Also ich finde das ein total schöner Ansatz, weil ich bin gerade auch dabei, mein ganzes System, mein Coaching, mein Trainings darum herumzubauen, wirklich auf diese Idee Erfolg mit Herz. Und das sprichst du gerade an. Also das ist einfach,
in dein Herz gehen, in dein Bauch gehen. Vereint das natürlich später gern mit deinem Hirn, aber stell dir Bitte, vor, ja. ja, wäre nicht schlecht. Und stell dir einfach vor, was wünschst du dir? Wofür brennst du? Also eben diese Themen, die du gerade genannt hast. Also wo sehe ich mich? Was ist das Endziel? Was würde mich richtig zum Leuchten bringen? Und das ist das Genau. Schöne. Und wenn du findest, es muss ein Verlag sein, dann geh in diese Richtung. So, jetzt. Einige haben gefragt hinsichtlich der Verlage, und vielleicht gehen wir ganz kurz geflogen drüber ein, über das Thema, nämlich welche Verlage gibt es, mit welchen Schwerpunkten und wie kann ich sie für mein Thema begeistern? Also da bin ich jetzt wirklich nicht Spezialist, ja. Aber was ich weiß, ist, dass es heute, das Leben ist ja in vielen Bereichen analog. Es gibt ja nicht nur Entweder-oder, ja. So auch in diesem Bereich. Es gibt die große Gruppe, würde ich sagen, der klassischen Verlage, ja. Und es gibt jetzt auch so eine neue Gruppe von Unternehmen, die angetreten ist, die so im digitalen Bereich als Verleger auftreten, die sozusagen Teile der, die zahlen in der Regel mehr Tantiemen, dafür haben die schlechteren Zugang zum Buchhandel zum Beispiel oder so. Da gibt es wirklich viele Abstufungen. Ich denke mir, dass meine Erfahrung ist die, dass wenn du da draußen jetzt zuhörst und du träumst von einem Verlag, dann weißt du wahrscheinlich eh schon, von welchem du träumst. Dann nimm den, ja. Und wenn es Gabal ist im Businessbereich, soll es der sein. Vielleicht einen Gedanken will ich da noch auf jeden Fall hier platzieren, weil das für manche, glaube ich, eine wichtige Information ist. Wenn du selbst machst, zum Beispiel, wenn wir jetzt heute hier beschließen, wir machen gemeinsam ein Buch, ja, dann können wir das Weihnachtsgeschäft im Dezember attackieren und dort schon mitverdienen. Wenn du mit einem großen Verlag jetzt beschließt, ein Buch zu machen, dann ist das Weihnachtsgeschäft nächsten Jahres vielleicht ein Thema. Möglicherweise das 2017. Ja? Je größer der Verlag, desto länger die Planungszeiträume. Das vergessen nämlich viele, weil sie sagen, ja, aber ich will einen Verlag und dann, aber ich habe das Buch jetzt fertig. Ja? Und da gibt es halt dann zum Glück die Zwischenlösung, weil du kannst auch mit Self-Publishing beginnen, dir deinen ersten Erfolg so bauen und dann warten, bis die Verlage auf dich zukommen und dir ein Angebot machen. Weil ganz ehrlich, wir sind hier im Businessbereich unterwegs. Manche Leute haben Angst, aber was ist, wenn ich das jetzt selber mache, dann nehmen es mich nicht mehr. Hey, wenn du das selber machst, was du machst und bist erfolgreich, was du denen abnimmst, ist die Testphase. Also die sind hochzufrieden, ja. Sie können nicht glücklicher sein als Ja, das. genau. Die einzige Frage ist nur, ob dann, ich kenne ein paar Leute, denen es so gegangen ist. Und manche haben dann gesagt, ja, ich will. Und manche haben gesagt, ja, ihr könnt das Taschenbuch haben, aber das E-Book behalte ich mir. Weil das vielleicht auch noch so als Grundgedanke, ein Vertrag, der dir angeboten wird, ist immer der Beginn einer Verhandlung zwischen zwei gleichberechtigten Partnern oder Partnerinnen, ja? Ja, Ja. das heißt also, an der Stelle müsste man auch beginnen, sich Gedanken zu machen über Intellectual Property, vielleicht jemanden hinzuziehen, der sich bereden, diese Lage. Aber ich sehe schon die Tendenz, in welche es geht. Also geh lieber erstmal den E-Buch-Weg. Das ist einfach deine Grundeinstellung zu der Sache. Es ist schneller, effektiver, lukrativer, also diese ganzen Vorteile. Jetzt wollen wir hingehen jetzt zu diese Buchautoren, also die Menschen, die gerade zuhören, die bereits ein Buch geschrieben haben, die bereits vielleicht sogar ein Buch veröffentlicht haben, egal ob über Selbstpublishing oder auf Verlag. Und sie hatten auch einige Fragen an dich, und ich werde einfach stellvertretend für sie auch diese stellen jetzt an dieser Cool. Stelle, gell? Okay, also die erste Frage, die ich hier habe, ist: Wer ist für das Vermarkten meines Buches verantwortlich, wenn ich ein Buch geschrieben habe? Wer? Wer? Es gibt nur einen Menschen. Ja, das ist wie in allen Lebensbereichen. Du bist verantwortlich für dein Leben und für das, was passiert. Also das ist zum Beispiel überhaupt kein Entscheidungskriterium für Verlag oder Self-Publishing. Ich weiß, dass manche das glauben, ja? Aber das funktioniert anders. Wenn du jemanden suchst, der für dich Marketing macht, na, dann darfst du ihn dafür bezahlen. Das geht schon. Ne? Ich kann das auslagern. Ne? Es gibt Leute, die sind da extrem gut drin, die machen das für dich. Gegen Bezahlung. Nur die Verantwortung
wird immer bei dir bleiben, ja. Die liegt bei dir. Okay, Ja. also schon mal wegstreichen die Idee, du könntest die Verantwortung abgeben. Also gehen wir davon aus, du bist eigenverantwortlich, stehst du da für die Vermarktung deines Ja. Buches. Die nächste Frage wäre dann, wie viel Zeit und Budget müsste ich einrechnen mindestens für die Vermarktung meines Buches, wenn ich selbst verantwortlich dafür bin? Wie viel Zeit? Also das, wie viel Zeit, wie viel Budget? Also du kannst Hunderttausende Euros dafür einsetzen, wenn du magst, und ein 40-köpfiges Team an die Reise schicken. Ich finde es nur sinnvoll, wenn du das in das Marketingkonzept von deinem ganzen Unternehmen einbaust, ja? Weil ein Buch, der Buchmarkt ist so dynamisch und schnell, ja. Also vor 2 Jahren haben Dinge da funktioniert, ja. Da hast du wirklich ein Buch gemacht, hast es auf die Reise geschickt und das ist nach oben gestiegen in den Bestsellerlisten und dort geblieben und du hast verdient und hast das nächste Buch gemacht, hast dich nicht mehr drum gekümmert. Das ist nicht mehr so. Ja? Ich meine, sind wir uns ehrlich, es werden täglich so viele Bücher auf die Reise geschickt, ja. Und es gibt so viele Leute, die das nicht nur einfach machen, sondern auch mit Engagement machen, ja. Dass der Weg zum Erfolg für mich wirklich darin liegt, das wirklich ein Gesamtpaket zu machen, ja, wo du einerseits sicherstellst, das haben wir noch gar nicht angesprochen, aber dass das Buch auch wirklich als Kontakt- und Leadmagnet für dich funktioniert, dass du neue Adressen bekommst über das Bonusmaterial, was du anbietest, dass du Möglichkeiten dir schaffst zum Quer- und zum Upsell, dass die Leute wo du das Buch in deinem Funnel platzierst letztlich, Wo ja. passt es in dein Business Ja, insgesamt? genau. Ja, genau. Und ich finde, dass je besser dein Business läuft, desto mehr Fokus darfst du drauf legen ins Marketing, finde ich. Ja. Ja. Und für mich ist das, ich weiß nicht, aber 20, 30% meiner Arbeitszeit geht da pro Woche immer rein. Ja. Wow, 20 bis 30% deiner Zeit wöchentlich für die Vermarktung deiner Bücher. Nein, nicht nur meiner Bücher, sondern für meinen Werbe- und Öffentlichkeitsauftritt insgesamt, Okay, ja. verstehe, verstehe. Oh Ja. Gott, bei mir auch genauso. Wahrscheinlich eher 30, ja, genau. Ja, Ja, schon, ne? das heißt, also man muss immer, ja, ich bin fest davon überzeugt, dass man muss immer vermarkten. Und was ich höre heraus ist, wenn es ein integrierter Bestandteil von deinem gesamten Marketingkonzept ist, Ja. dann wird es einfach natürlich in deine Wochenprozentsatz einfließen mit den anderen Sachen und du wirst das einfach integriert pushen, je nachdem, wie du das in deinem Funnel aufgesetzt hast. Genau, du hast natürlich so die heiße Phase, wenn du so willst, wenn der Book Launch kommt, Ja. ne? Dann gibt es schon so einen Peak, ja? Und solche Peaks kannst du dir natürlich immer wieder schaffen. Aber Ja. das ist dann, und dann, ob das Endziel von dem Peak dann wirklich das Buchverkaufen ist oder das dich als Autorin präsentieren oder das neue Verbindungen herstellen, oder alles zusammen, das bestimmst du natürlich dann, ja. Ja, klar, na klar. Okay, Ja. alles klar, das leuchtet total ein. Da ist hierbei noch eine interessante Frage, nämlich, mein Buch ist in den Tiefen von Amazon verschwunden. Ja. Was kann ich tun? Ja, die Frage ist insofern interessant, als fast alle, die ich kenne, die Bücher machen, diese Erfahrungen irgendwann einmal gemacht haben. Die Algorithmen von Amazon sind herausfordernd, ja, und du kannst lernen, damit zu leben. Es kommt mal darauf an, wie lange dein Buch schon unterwegs ist. Also ich biete ja auch so einen Analyse-Check an für solche Bücher, weil ich, wenn ich mir sozusagen Bücher anschaue auf Amazon, schau mal deinen Amazon-Auftritt an, das Cover, den Titel, die Buchbeschreibung, gibt es überhaupt ein Autorinnenprofil, solche Sachen. Ja? Ja, Und da ist meistens sehr viel Potenzial ja. drinnen. Okay, diese Und einfachen Analyse, ein paar weil, Stellschrauben. ja, weißt du, ich sehe es irgendwie so, mit deinen Bemühungen, die du machst, mit deinem Effort, ja, gibst du dem Buch eine Chance. Weil was wir mit der ganzen Promotion, mit unserem Marketing machen können, ist, wir können dem Buch Sichtbarkeit geben. Jetzt kommen Leute, es ist wie eine Landingpage, dann kommen die Leute hin, du hast den Traffic. Die Landingpage ist in dem Fall die Produktseite auf Amazon. Ja. Kaufen die Leute oder kaufen sie nicht? Ja. Ja. Und wenn sie hinkommen und nicht kaufen, hast du auch nichts davon. Ja. Ja. Und das eine Bereich zur Optimierung liegt in dem. Das ist, wenn du so willst, auf der Internetseite würden wir sagen Conversion-Optimierung. Ja, Ja. genau. Ja. Du machst das Ganze schlanker, leichter. Und das andere ist halt, dass du dir überlegst,
Ich habe jetzt, ich bin jetzt ein Buchmentor, ja. Für mich ist jetzt Werbung für meine NLP-Bücher von früher zu machen, ist nicht mehr so leicht wie zu der Zeit, wo ich ein NLP-Trainer war, ja. Ja. Das ist auch eine Frage. Also wenn du sozusagen mal, wenn jemand mal ein Idealgewichtscoach war und da ein Buch hatte und jetzt ist sie gerade dabei, irgendwie ein System Schnelllesen zu unterrichten, dann kann es auch zu einem Disconnect zu dem Produkt im Prinzip kommen. Ja? Das ist halt, das darf man sich anschauen im konkreten Fall. Ja. Okay, also ich höre heraus, das ist individuell anzusehen, Ja. und es gibt verschiedene Stellschrauben, die man anschauen kann und drehen kann, um da wieder hochzukommen. Aber es würde insgesamt gut sein, wenn das Buch zu dem aktuellen Positionierung passt und, Ja. da, und dass dein ganzes Sein das unterstützt und auch, dass man dort kampagnenartig denkt, also genauso wie bei Online-Kurse pushen zu gewissen Zeiträumen, da muss man einfach immer wieder Energie reingeben, um da was zu bewegen. Das habe ich herausgehört. Okay, die nächste Frage heißt, ich habe ein gutes Buch geschrieben, es verkauft sich nicht. Woran kann das liegen? Also die erste Vermutung, die ich habe, ist, möglicherweise hast du niemandem davon erzählt oder nicht genug Leuten. Ja? Weil dass ein Buch gut ist, ne? Das wissen die Leute, wenn sie es gelesen haben. Das ist eine Binsenwahrheit, ich weiß, aber es ist so. Das Ja. hilft dir, im Verkauf einmal gar nichts am Anfang. Ja? Ganz ehrlich, geh in die Amazon Top 10 und schau dir die Bücher an. Die sind nicht alle gut. Ja? Ja. Das ist nicht so. Aber die haben ein gutes Cover, ja, die haben einen fetzigen Titel, der Autor hat sich ein Brand aufgebaut, ja, die Leute haben ein aktives Netzwerk, wo sie viel gegeben haben, das darauf wartet, sie zu unterstützen. Die Leute sagen den Leuten klipp und klar, hey, du kannst mich jetzt unterstützen, indem du das und das dann und dann machst, ja. Ja. Also das ist, ich glaube, das findet man ja ganz spät heraus, dass ein Buch gut ist. Ja, weil wie viel sehe ich? Ich sehe 10% auf Amazon zum Beispiel. Wenn ich jetzt natürlich dann noch, das wäre so ein klassischer Anfängerfehler, in den 10% der dort einfach nur die Lebensgeschichte von der Autorin lese, ja, und die Ausbildungen, die sie gemacht hat, ja, und vielleicht noch ein Inhaltsverzeichnis in Einzeldetails, ja, und dann kommt noch zwei Absätze Text, ja. Na, dann ist das vielleicht auch ein Hinweis, dass da was zu verbessern wäre, ja. Also ich höre heraus, genauso wie alles andere, egal ob man seine einzelnen Dienstleistungen verkauft, egal ob man Online-Trainings verkauft, egal ob man Bücher verkauft, es gibt Marketingprinzipien, die müssen einfach in Play sein, sie müssen bedient werden. Also man braucht dort genug Sichtbarkeit, man braucht die richtige Aufmachung, man braucht die richtige Marke. Auch bei all das, was man sonst überall braucht, ist exakt geltend für ein Buch, mit vielleicht ein paar Ausnahmen, worüber wir gerade nicht gesprochen haben. Insofern gut wäre, man macht sich schlau darüber, wie läuft ein gutes Marketing insgesamt, egal was ich gerade auf den Markt bringe. Gut, jetzt kommen wir zur letzten Frage hinsichtlich des Buchs, nämlich mein Buch verkauft sich gut. Es gibt Leute, die haben gar keine Klagen darüber, dass ihr Buch nicht gut läuft, sondern es läuft gut. Sie wissen allerdings nicht, wer ihre Leser sind. Sie würden gerne wissen, wer sind meine Leser und wie komme ich in Kontakt mit ihnen. Also das ist wirklich die größte Herausforderung fast, ne? Weil ja, ich habe viel über die positiven Seiten von Amazon jetzt als Kooperationspartner genommen und auch die anderen Internetportale wie iTunes, Weltbild oder Thalia sind da genau gleich. Die Kundendaten sind bei denen, ne? Ja. Das heißt, wenn du über deine eigene Internetseite verkaufst, hast du sie natürlich, ne? Das heißt, das können wir jetzt auf zwei Wege kannst du da ein bisschen gegensteuern. Der eine ist, wenn du so willst, der Königinnenweg ist, du schaust ja, wenn du dann bei der ba das ist halt ein, wo ich den Leuten viel helfe, wenn ich mir das anschaue, ne? Dass wir wirklich drauf schauen, was sind deine Inhalte, wo sind mögliche Abzweigungen und Vertiefungen, wo vielleicht Leute mehr Interesse haben und du ein Bonusmaterial anbieten kannst. Ja. In Form von, was natürlich Zucker ist, wenn du überhaupt für Leute, die in der Beratung oder im Training, Coaching sind, wenn du über ein Thema schreibst und du hast dann am besten eine Audiodatei, ist, dass die Leute deine Stimme dazu bekommen oder vielleicht ein Video, dass sie dich auch mal in Aktion erleben, Ja. das als Bonus anzubieten. Und zwar
an passender Stelle, ja, um die Leute so einzuladen, rüberzukommen, sich das im Austausch gegen den E-Mail-Adresse herunterzuladen, anzuschauen, dann natürlich einen entsprechenden Autoresponder vorbereitet zu haben, um in Kontakt zu kommen mit denen. Und zack, Und dann hast du neue Freunde und Freundinnen. hast du neue Freunde, Freundinnen, mit denen du natürlich ein gutes Follow-up betreiben musst. Das ist ganz Genau, klar, um die ja. kennenzulernen. Okay, das ist ein sehr guter Hinweis. So, wir haben noch 3 Minuten, bevor wir beide auflegen müssen. Gell, Tom, du hast einen vollen Tag und mit Mentoring und deinem Projekt und Ja. ich auch. Wir wollen wissen, wie läuft so ein Buchcoaching oder Mentoring bei dir ab und was kostet das? Und ich möchte auch noch mit dir die nächste Frage gleich danach gehen, nämlich du hast einen Kurs, was bald demnächst startet, wo du über diese ganze Vermarktungsthemen für Leute, die schon Bücher haben, sprichst und die Leute weiterbringst. Aber du kannst eine von den Fragen wählen. Mit welchen möchtest du anfangen? Mit dem Mentoring oder mit dem neuen Kurs? Das kann ich beides zusammen beantworten, ja? Weil im Prinzip mache ich ja, womit ich, wenn du so willst, groß geworden bist, ist in der Arbeit 1:1. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich ab Beginn mit 15. September ein Gruppenprogramm anbiete, wo ich das Ganze online mache mit Videos, Live-Webinaren und Arbeitsblättern, wo 20 Leute die Chance haben, da bei dem Prozess dabei zu sein. Weil, wie ich beginne, ist immer, ich beginne immer mit einem Informationsgespräch, ja, weil ich will, ich mach da so eine halbe Stunde und da spreche ich mit den Leuten, haben die Menschen die Gelegenheit, ihr Projekt mir vorzustellen. Da frage ich sie nach ihren Zielen, nach den Herausforderungen, die sie sehen und matche das mit den Dienstleistungen, die ich anbiete, ne? Weil ich habe halt auch mein Big Package von der Idee bis zum fertigen Buch und dann schaue ich, was davon in meiner Welt den Leuten wirklich weiterhelfen kann und auch, ob ich der Richtige bin. Weil manchmal ganz ehrlich, wenn beim Verlag die Augen ganz groß zu leuchten beginnen und beim anderen nicht, dann sage ich auch gerne zu, du, ich bin nicht deine Brücke zu einem Verlag, ich kenne da wen Ja. und schicke sie dann zu einer Freundin, die sich darauf spezialisiert hat. Ja. Und dann fangen wir an und das wird im Gruppenprogramm nicht anders sein als in den Einzelprogrammen. Der Anfang ist immer eine Bestandsaufnahme. Wo stehst du jetzt? Was für Ressourcen hast du und was läuft schon gut, ja? Und auf dann im nächsten Schritt, wo willst du hin, ja? Mit wem willst du es machen? Wer sind deine idealen Leserinnen und Leser, ja? Und dann fangen wir an, das ganze Produkt zu bauen, ja? Manchmal, wenn es wirklich darum geht, das Buch zu schreiben, dann geht es natürlich, ist der erste Schritt dann diese Planung zu machen, das Buch einmal zu bauen, wie du einen Kurs auch aufbauen würdest. Der Marketing-Teil ist jetzt, ich glaube, dass das schon auch für Leute interessant ist, die noch nicht fertig sind, sondern die aber schon wissen, dass sie es machen wollen, weil je früher du mit dem Marketing beginnst, ja, Ja. desto besser. Wenn du zum Beispiel, was wir jetzt angesprochen haben, diesen Aspekt, wo ich die Lead-Generierung, die Kontakte sammeln, wenn ich das von Anfang an im Kopf habe, wenn ich das Buch mache, ist das viel organischer, als wenn ich das Buch geschrieben habe und nachher dann drangehe und sage, na, wo könnte es denn jetzt reinpassen? Ja? Ja. Das ist klar. Und ich glaube, das hast du eh schon ein bisschen raus. Ich bin so, ich mag es gern einbauen, dass du da wirklich auf allen Ebenen was davon profitierst und was halt so nebenbei mitkommt, ist, dass du dich menschlich auch natürlich weiterentwickelst. Ja? Wenn du an deinem Business arbeitest, arbeitest du immer an dir selbst. Oh Ne? ja, Ne? das ist so wahr. Also ich höre heraus, egal ob du Anfänger bist und das Projekt Buch das erste Mal angehst und du von vornherein wissen willst, wie du das gesamtheitlich holistisch in dein Geschäft einbaust, als Mensch wachst auf dem Weg und dich vorbereitest auch auf das Marketing, hast du Angebote für Mentoring und Coaching auf diesem Bereich. Exakt genauso, wenn du schon ein Buch auf dem Markt hast, mit diesem neuen Kurs, was im Herbst anfängt, wo ihr euch genau diesem Thema widmen werdet, Vermarktung des Buches und einige andere Überraschungen, die du mir im Vorgespräch gesagt hast. Ich würde die Leute dann zum Anschluss zu diesem Video 2 Links geben. Das eine wäre ein Link zu dir zu einem Kennenlerngespräch. Wir werden das hier gleich mit anhängen auf dem YouTube-Channel oder im Blogbeitrag, der dazu kommt. Und dass wir auch noch einen Link posten zu dem Webinar, wo über Genau. den neuen Kurs redet in Herz. Wie heißt der Kurs überhaupt?
Mission Bestseller. Mission Bestseller. Mission Bestseller. Ein toller Name, Tom. Also, so werden Sie beide Links haben und ansonsten können Sie alles weitere über dich erfahren auf be-wonderful.com, gell? Habe ich das Punkt Richtige? AT. .at. Okay, Ja. heute bin ich über .com gegangen, deswegen war ich auf der englischen Seite dazu. Ja, genau. .at, weil wie man unschwer heraushören kann, kommt Tom aus Österreich, gell? Genau. Ja, das kann man nicht überhören. Tom, herzlichen Dank. Also ich fand das heutige Gespräch so interessant, so aufschlussreich. Ich bin kein Buchkenner in dem Sinne, ich habe noch kein Buch geschrieben. Du machst es, irgendwie hört sich das sehr gut an. Müssen wir in Zukunft darüber reden, ob wir zusammen was machen. Also gerade für mich ist das Reiz gewesen, diese Idee wirklich besser werden in dem, was du tust. Also das ist Ja. für mich extrem wichtig, indem du deine Gedanken artikulierst, das zum Papier bringst und dir im Klaren wirst, was dein Thema wirklich ist, gell? Merci vielmal. Wir sehen uns online, sowieso die ganze Zeit auf Facebook. Und dieses Video wird diese Woche in der Newsletter zur Verfügung gestellt und steht auf YouTube zur Verfügung. Alle Leser, die das später nochmal anschauen wollt oder Freunde empfehlen wollt. Hast du sonst was, was du noch sagen möchtest zum Abschluss? Vielen Dank, Xavier, an dich und vielen Dank an dich, wenn du zugeschaut hast. Also ich wünsche dir viel Erfolg bei allem, was du tust und frohes Schreiben. Und sag nur, be wonderful. Be wonderful. Danke, Tom. Tschüss. Ciao.